Die Woche hat angefangen mit einem historischen Marathontag. Wir haben bis zur Nacht um 20 vor 1 das Covid-Gesetz ohne Unterbruch beraten. Trotzdem sind gewisse vernünftige Entscheide gefällt worden. Wir haben nämlich beschlossen, dass keine Öffnungsdaten ins Gesetz geschrieben werden. Die Öffnungen sollen evidenzbasiert nach Schutzkonzepten mit Testen und Impfen erfolgen. Ein wichtiger Entscheid für die EVP ist auch gefällt worden. Die Öffnung für 24 zusätzliche Sonntagsverkäufe ist mit 96 zu 93 Stimmen äußerst knapp abgelehnt worden. Und da sind wir immer wieder froh, dass doch unsere drei Stimmen auch so ins Gewicht kommen. Ein Thema, das die Gemüter immer wieder erhitzt, ist der Menschenrechtsdialog mit China. Der Bundesrat ist bereit, dem Parlament Rechenschaft abzulegen. Er hat den entsprechenden Vorstoss von der APK angenommen. Der Bundesrat wird in diesem Bericht uns aufzeigen, wie er die Umsetzung des Menschenrechtsdialogs macht, was für Schritte dass er weiter plant und was bis heute erreicht ist worden. Weltweit geht die Biodiversität dramatisch zurück. Der Klimawandel und der Verlust von Biodiversität, das beeinflusst sich gegenseitig. Darum haben am Gipfel in Paris die Länder darüber diskutiert und Massnahmen beschlossen, wie man auf naturbasierten Massnahmen den Klimawandel auch beeinflussen kann. Ich wollte in einer Interpellation vom Bundesrat wissen, wie er gedenkt, das in der Schweiz anzugehen. Die Justizinitiative möchte, dass Bundesrichterinnen und Bundesrichter zukünftig via Losverfahren gewählt werden. Sie finden, die Unabhängigkeit der Bundesrichterinnen und Bundesrichter ist heute nicht gewährleistet. Das Parlament hat Nein dazu gesagt, auch wir auch als EVP. Unter anderem von mir aus eine Begründung, das Losverfahren unterscheidet nicht zwischen geeigneten und sehr gut geeigneten Kandidierenden. Es hat aber noch einen Gegenvorschlag gegeben für eine Rückweisung. Wir haben den als EVP unterstützt. Unter anderem wäre es da gegangen, dass man die Mandatsabgabe durch die Entflechten von der Tätigkeit als Bundesrichter oder Bundesrichterin. Das ist aber nicht unterstützt worden. Wir wünschen euch ganz ein schönes Wochenende. Wir sehen uns wieder nächste Woche.